Ihr Lieben, Neuigkeiten von The Fischer Online. Wir befinden uns hier in einem Bereich, den es bestimmt nicht mehr lange zu sehen gibt. am neuen 15er. Und der neue 15er, es ist immer wieder so geil. Man lockt sich ein, man geht ins Game und das Erste, was kommt, Download wird gestartet. Es ist wieder ein neues Update draußen. Also Leute, das hier ist quasi behind the scene, hinter dem ganzen Szenario. Ich habe mir gerade gedacht, komm, guck doch mal, was ist denn hier am anderen Ende überhaupt? Und dann kommt man quasi, ich glaube, das wird irgendwann auch, da wird bestimmt eine unsichtbare Mauer gemacht, zack, abgeschnitten. Aber da geht es dann quasi, da kommt das Gewässer her. Guck mal, hier backt man sogar noch ein bisschen rein. Das wird mit Sicherheit alles abgeschnitten. Aber was richtig, richtig geil ist und was der absolute Hammer ist, er hat einfach das neue Gewässer, den 15er Fluss in Polen, einfach nochmal komplett überarbeitet. Hier standen wir ja vor ein paar Tagen schon an der Stelle. Und vor ein paar Tagen, als das Gewässer das erste Mal rauskam, bin ich ja hier auch schon mal lang gelaufen. Übrigens immer noch hier eine sehr, sehr geile Stelle zwischen den Felsen. Sehr, sehr gut zu angeln. Gerade so fürs Fliegenfischen. Und mittlerweile hat er den ganzen Fluss einfach nochmal komplett überarbeitet. Ringsherum die ganze Szenerie hier, die Baumstümpfe und sowas überall. Fauna und Flora ist komplett geändert. Also nicht nur die Blumen hier, sondern tatsächlich im Gewässer auch Fish on Lake. Richtig geil. Es waren, ganz zu Anfang waren es 6 Fische. Später kamen dann die River Trout noch mit dazu. Und jetzt mittlerweile haben wir die Eid, also den Aaland, den haben wir jetzt noch mit dabei. Den Barbus, also so eine Barbe. Den Chub, der war vorher schon. Roach ist dabei, Bream ist dabei. Goldtrout sieht wieder ein bisschen anders aus, das ist sehr, sehr geil. Und der Pike und der Barsch, also der Hecht und der Barsch, die sind jetzt alle noch mit da drin. Also, die Fische sind alle mit dazugekommen. Es ist also deutlich mehr zu tun jetzt hier an dem Gewässer. Man kann richtig Gas geben. Geil auch hier mit den Bäumen. Auch nochmal ein bisschen geändert hier. Was man allerdings merkt, die Bissfrequenz speziell jetzt aufs Grundangeln für Forellen, die ist jetzt zurückgegangen. Also es wurde alles ein bisschen angepasst. Es ist alles wieder ein bisschen vernünftiger geworden. Übrigens hier vorne, ganz wichtig, da vorne hinter diesem dicken Stein, da war so eine 3-Meter-Stelle. Da konnte man super angeln. Und jetzt muss man nicht mehr ausloten. Jetzt guckt man einfach auf die Map. Bam! Eine richtig geile Übersichtskarte. Ja, es ist quasi einfach... Ist das echt? Ist das ein Satellitenfoto oder was? Es ist, glaube ich, kombiniert, ne? Es ist Satellitenaufnahme mit reingezeichnet hier, dieser ganze Bereich. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Oder ist das alles gezeichnet? Es sieht zumindest sehr geil aus. So, und das ist auf jeden Fall hier neu. Also, vorher hatten wir ja quasi nur das Stückchen hier bis hier. Und das heißt, hier, der ganze Bereich ist neu. Und da gehen wir jetzt natürlich auch noch hin. Ein bisschen Gas geben hier. Hammergeil. Richtig gut. Hoppala, hier fast hingefallen. Richtig gut. Übrigens auch hier, ne, gerade wenn ihr auch mit der Pose unterwegs seid und so, ruhig hier auf die Steine drauf kraxeln. Hier vorne überall. Genau, hier ist der Shop. Da hat sich... nichts geändert. Bisher zumindest. Auch bei den Ködern immer nur die Fliege noch. Hier auch eine sehr, sehr geile Stelle, dass man dann hier so hinwirft in diesem Bereich. Oder auch hier in diesem Bereich hinwirft. Von den Steinen aus da vorne.
Und das hier ist der Bereich, der ist neu. Hier stand zuletzt ein riesen Fels und Bäume. Hier war alles quasi dicht abgesperrt. Und da konnte man noch nicht drüber. Und das ist jetzt hier der komplett neue Bereich. Hier fängt jetzt gleich so eine Mauer an. Und das ist quasi sowas wie ein kleines Wehr da hinten. Und man sieht es ja auch auf der Map. Es ist hier dicht, aber das Gewässer geht dahinter noch weiter. Also so eine kleine Staumauer ist hier. Und man merkt auch, wie es halt üblich ist an so Staumauern. Es wird tiefer, deutlich tiefer hier. Und die Fließgeschwindigkeit, die nimmt dann hier irgendwann ab und kommt dann Stück für Stück dann auch zum Erliegen. Das heißt, wenn man hier in dem Bereich mit der Pose unterwegs ist, was sehr gut funktioniert auch, dann sieht man hier noch so eine leichte Strömung. Und in dem Bereich da hinten hört die Strömung dann auch tatsächlich auf. Sehr, sehr geil gemacht wieder. Hammergut gemacht. Übrigens hier vorne am Rand sieht man, hier ist es noch flach und es geht dann richtig steil runter. Da drüben halt in Richtung Mitte. Da wird es dann richtig tief. Man sieht es ja auf der Map. 3 Meter, 4 Meter tief ungefähr ist es hier, wenn man die Pose mal oder die Grundroute mal auswirft. Sehr, sehr geil. Wir haben es 7:30 morgens. Es kann gleich losgehen. Und ich stand jetzt hier die letzte Nacht und die ersten frühen Morgenstunden, also so 4 Uhr bis 5 Uhr stand ich jetzt hier hinten, ganz am Ende an der tiefen Stelle. 3 Routen ausgerüstet mit 1er Hook und kann man hier nicht kaufen, von daher mitnehmen mit der Grille. Und die Grille ist der geilste Köder für den Aaland. Und der Aaland, und da bimmelt wahrscheinlich schon der nächste, hat jetzt hier, ich glaube, er hat einen Bonus oder mehr XP bekommen. Hat er mehr XP bekommen? Ich glaube schon. Guck mal hier, 130 für diesen kleinen Aaland. 130 Tacken. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die Frequenz geht hier richtig ab. Hier ist gerade schön auf dem Aaland. Cutting Table. Ich schneide gerade mal ein bisschen was kaputt. Den Schub hier, den unmaßigen. Und hier haben wir noch einen kleinen Schub. Die hauen wir mal eben weg. Und die großen, die lassen wir so. Vielleicht kriege ich hier noch ein, zwei Fische. Der ist der kleine. Nehmen wir erstmal den hier. Und wenn ihr hier frisch anfangt, ihr kommt hier hin und überlegt, also ja, was machen wir denn? Oder euch fehlt noch ein bisschen Kohle für die Fliegenroute. Wobei man die ja eigentlich so am Achtergewässer schon eigentlich mittlerweile haben sollte. Ruhig auch hier wieder mit den 12-Kilo-Routen problemlos angeln. Wieder 135 XP. Kescher fast voll. 1er Haken. Ich guck nochmal eben kurz rein hier. Komplettes 12er Set. 12er Route, 12er Schnur, 12er Rolle. Und dann 1er Haken mit dem Grashüpfer mit der Grille da dran. Und ab dafür. Geht richtig, richtig gut. Ja, und wie ihr seht, der Kescher ist nahezu gefüllt. Die kleine Goldtrout hier, die können wir auch vernachlässigen. Da ziehe ich dann lieber noch ein Aaland für. Und dann gucken wir uns das auch gleich mal an, was der so bringt. An Silber. Da bimmelt es wieder los. Ja, wie gesagt, nachdem jetzt die ganzen Forellenarten deutlich reduziert wurden beim Grundangeln, ist es echt gut, dass man jetzt hier eine Alternative hat mit dem Aaland. Ein Fisch, der recht leicht zu fangen ist, nicht irgendwie großartig kämpft, also wirklich auch mit einem Anfänger-Setup gut zu fangen ist, auf Grund, auf Pose. Und wenn ihr sagt, okay, zwei Routen, oh, eine Forelle. Auf Grund und dann noch mit der... Yes! Hammer! Mach erstmal ein Foto von. Und jetzt habe ich den Kescher schon voll. Verdorrig. Ich muss gleich erstmal verkaufen. Komm hier, den können wir auch wegschmeißen. Der bringt ja nichts. Passt noch einer rein. Ich brauche noch was Kleines. Der zieht schon hier. Was können wir denn zerschnibbeln?
Alles nur noch maßig, verdorrig, ich muss verkaufen. Okay, den kleinsten von hier, 500 Gramm, den hauen wir weg. European Grayling. Oh nein, reicht immer noch nicht. 300 Gramm noch. Nee. Und ich habe noch einen Fisch dran. 600 Gramm. Hier, 300 Roach. Drop. Reicht das? Mach mich nicht fertig. Doch, reicht. Muss eigentlich reichen. 9 Gramm oder so passen noch rein. Man sieht es gar nicht mehr. 9 Gramm müssen noch reinpassen. Und da haben wir noch einen echt dicken hier. Was ist das denn, ey? Alter. Nee. Und da bimmelt schon wieder. Hör auf. Und? Yes. Mega. 3,375. 322 XP. Take it. So, reinschmeißen. Und jetzt gehen wir aber mal schnell verkaufen. Komm, den hake ich nochmal eben, dann ist er. Dann haben wir ihn erstmal. So, schnell zurück teleportieren, verkaufen. Und dann geht's gleich wieder zurück. Was haben wir denn? 136 Silber. 136 Silber. Hammer geil. Macht richtig Bock, geht gut ab. Kratsching. Und weiter geht es. Aaland angeln. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.